Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute geht's um Schrägbilder. Und hier seht ihr Schrägbilder, und zwar ein Schrägbild von einem Würfel. Ein Würfel hat die gleiche Kantenlänge. Ihr seht es hier, 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm. Und zwar Länge, Breite, Höhe. Alles klar. Und entscheidend ist aber, dass wir hier nicht mehr von Strecke sprechen, sondern bei einem geometrischen Körper, und der Würfel ist eben ein geometrischer Körper, nennen wir das Kante. Und dann heißt das eben Kantenlänge. Das müssen wir uns merken. Dann hat ein Würfel 8 Ecken, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und 6 Flächen. Das kennt ihr von dem Spielzeugwürfel. Wir müssen uns also die Begriffe merken: Ecke, Kante, Fläche. Wenn wir dann so einen Würfel zeichnen, so einen geometrischen Körper, dann ist es wichtig, dass die Linien, die wir sehen, die werden durchgezogen und die Linien, die wir nicht sehen, die werden gestrichelt. Seht ihr das hier? Strich, 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 Strich. Natürlich zeichnen wir mit dem Bleistift, wir verwenden natürlich das Geodreieck. Aber eine Sache ist noch wichtig. Und zwar, wenn wir hier die Kantenlänge 4 cm haben, dann werden die Linien, die in die Tiefe gehen, immer nur halb so lang gezeichnet. Ich habe es jetzt hier etwas überspitzt. Wir schreiben zwar trotzdem 4 cm dran, weil sie eben 4 cm darstellen sollen, wir machen sie aber nur 2 cm lang. Das müsst ihr euch mal merken. So, jetzt wisst ihr, wie das Ganze funktioniert und jetzt zeichnen wir einen Würfel zusammen. So, ich nehme mein Geodreieck und wir nehmen die Kantenlänge 6 Kästchen. Ich habe große Kästchen, bei mir sind das so annähernd 6 cm. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt nehme ich mein Geodreieck, benutze die Nulllinie und gehe auch 6 Kästchen nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieder das Geodreieck ansetzen, wieder mit der Nulllinie und wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und der letzte Strich einfach nur noch verbinden. Jetzt habe ich ein Quadrat, ihr seht es, und nun geht es ans Schrägbild. Dafür benutze ich diese Linie hier, diese gestrichelte. So, die lege ich genau hier rein, seht ihr das? Und jetzt muss ich 3 Kästchen nach hinten. So, na, so, 1, 2, 3. Das Ganze mache ich hier nochmal, Linie ansetzen und 3 Kästchen nach hinten. 1, 2, 3 und hier nochmal. Genau ansetzen, seht ihr das? So, und dann 1, 2, 3. So, jetzt muss ich die nur noch verbinden. Und hier oben auch noch verbinden. So, jetzt habe ich alle sichtbaren Linien gezeichnet. Jetzt muss ich noch die unsichtbaren Linien zeichnen, beziehungsweise die, die eigentlich verdeckt sind. 1, 2, so, bis dahin. Und dann von hier, die kann man ja auch nicht sehen, also praktisch die hintere Kante und Ecke. Hoppala. Und jetzt diese noch. So, und jetzt habe ich ein Schrägbild von einem Würfel gezeichnet. Also eigentlich doch gar nicht schwer, oder? Und natürlich funktioniert das mit dem Quader genauso. Achtet immer drauf, wenn das hier 6 cm sind, dann ist in einer Schrägbildzeichnung, sind dies hier nur 3 cm. Wie gesagt, ich habe es nicht ganz so genau gemacht, aber ihr wisst jetzt, wie es geht. Und dieses hier sind übrigens genau 45 Grad. Da müsst ihr auch drauf achten. Da hilft aber das Geodreieck mit. Ihr erinnert euch diese Linien hier. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man ein Schrägbild zeichnet. Okay, das war's.